Voraus, Gegner! Raus! Weiter vor, weiter vor, weiter vor! Ja, ja. Kannst du einziehen? Ja, stehen bleiben, du sollst stehen bleiben! Boah, fuck! Wir werden noch beschossen! Irgendwo von links! Doc, geh mal nach vorne da zur Mauer mit mir! Achtung, wartet, Vorsicht! Jo! Boah! Yeah, hier, auf los. Dem Feld oder so! Doc, auf dem Feld! Wenn die rausgucken, dann schießen, ne? Ja, ja. Okay, Permo, kommst du runter? Siehst du diesen Aussichtspunkt? Ja. Links von diesem Aussichtspunkt, dort sind sie. Ja, ich sehe sie. Aber pass auf, ein Zivilist. Das war ein Zivilist. Hey, ja. Das war mein Drogendealer. Nein, die sind hier in dem gelben Feld, weiter links. Gerade gesehen. Ich hab verstanden, gerade mehrere Ziele. Kollateral. Ja, verstanden. Ey, guck mal, da ist so ein Transportfahrzeug von denen. Siehst du das? Weiter rechts von dem Aussichtsturm. Ja. Positiv. 50er. Okay, Perman, dann gibt von der Ausdeckung, wir gehen weiter. Verstanden. Was ist mit dem Transportfahrzeug? Ja, mach platt, ey. Da rennt er. Siehst du das? Die Sau. Links vom Aussichtsturm. Ja. Da. Noch mehr. Schweine. Fahrt mal weiter vor, dass ich euch hören kann, zu dem Gebäude mit dem Balkon. Doc, mitkommen. Und du auch mitkommen. Siehst du den Balkon hier oben? Hier den links in die Straße rein? Jo. Da gehst du hin. Hier den über dir links und deckst nach hinten. Jo. Wir kriegen nicht aus. Vor uns freundlich. Verbündete, ja. Doc, mit mir da oben. Ah ja. Ich bin oben. Einmal auf dem Balkon, ja, ich check. Hier schön bekämpft. Guckst du dir an, oh. Ich hab keine Munition mehr. Doc, hast du noch Mut? Positiv. Dreh dich mal um, pack's in den Rucksack. Kannst du weiterdecken. Hier steckt was. Danke. Ist einer von uns auf dem großen Turm? Ja, das Permo. Okay. Map. So geht das, Jungs. So schießt man. Irgendwie ist bei Perma ganz schön was los. Da höre ich ständig Schüsse. Ja, der ballert da rotze rum. Ja, Perma, hast du Spaß? Oh, geht. Ja, was? Oh, gehen mir die TVs auf den Nerv. Alright, Mann. Ey, das ist ein Zivi. Ey, wie soll ich das denn unterscheiden?
genehmigt, wenn wir mal aufs Dach aufgehen. Ja klar, ja. Sag doch Bescheid, wenn du getroffen wirst beim ersten Schuss, dass wir das weiß. Jo. Also hier in die Wartezeit mit dem Auto, da wäre so eine Zigarette nicht mal schon schlecht. Nochmal was? Du kannst auch hier aussteigen, ne? So, als Fahrer. Du kannst auch so aussteigen, wenn du willst, und mitballern. Ja, oh, geil, das ist doch kriminell. Hä? Das ist doch kriminell. Wieso nicht? Ich kann die Leiter nicht verwenden. Da drin im Haus ist noch eine Leiter, ne? Oder ja, so. Eben. Ja, und hier draußen doch auch, oder nicht? Wo? Weiß ich nicht. Dachte ich. Ah! Shit. Oh, scheiß Tau. Das sind die Scheiße. Kannst du die Waffe auflegen auf dem Scheißgeländer? Nee, irgendwie nicht, ne? Oh, bei mir hinten geht. Okay, Sichtkontakt, Verbündete vor uns, 12 Uhr. Cool dafür, dass es kein Zeus gibt und einfach nur eine Mission läuft, ne? Ja. Denk mal nach links, Doggy. Jawohl, mach ich immer wieder. Also zwischendurch mal gucken, ne? Ich sehe da gar nichts. Ich höre nur die Schüsse Richtung Permo. Ach, das ist das. Ja, die kommen aus Permos Richtung. Aber irgendwie muss ich noch verletzt sein, der will einfach die scheiß Waffe nicht mehr durchkriegen. Ich untersuch dich mal. Ja, ich hab schon. Aber du bist nur leicht verletzt. Ah, wesentlich besser. Nee, passt schon. Ich hab schon eins gegeben. Ich glaube, Permo kriegt gerade die ganze Action auf hier. Ja, der steht immer unter Beschuss aus zwei Richtungen. Aber ich kann den nicht sehen. Er ist auf dem Minarett oben. Nein, ah, Kim, du musst genau da auf dieses erhöhte Ding da in der Mitte. Da kannst du dich auflegen. Das erhöhte. Ah, okay. Da kommt das Symbol. Tatsache, sehr witzig. Wollen wir mal eine kleine Zielübung machen? Ja, wollte ich auch gerade sagen. 360 Grad, 800 Meter entfernt. Seht ihr den? Na, 63. Ah, den habe ich auch gesehen. Zwei Stück ineinander. 800 Meter, probieren wir mal. 63? Ja. Kannst dich an diesem Wassertank orientieren, unter dem Wassertank, an den Mauern. Wassertank. Ja, Wassertank, da steht einer runter. Das sind zwei. Ja. Vier okay. Leute. Fünf. Ja. Okay, wahrscheinlich musst du auf 1000 einstellen mit der SPR. Meter sollten das sein? Alter, stell auf 1200, dann triffst du was. Ja, ich kann nichts anstellen. Ich hab auf 800 Gebäude getroffen. Scheiß SPR-Muni, ey. Jetzt zurück zu unseren Freunden hier. Was machen die denn in deinem Feld? Dash, alles sauber? Alles sauber, wir sprengen gerade eine Farm, die wohl zur Chemikalien Herstellung genutzt wurde. Ey, mach dich unser Drohnen kaputt, ey. Aber echt, ey. Also, ohne mein Schnupfzeug, mein Designer-Schnupfen komme ich hier aber nicht
weit vorne. Keine Angst, ich geh mich mal als erstes dran. Geil. Ja, stört mich doch nicht. Ich genieße gerade den schönen blauen Himmel. Links am blauen Tank, der andere rechts drüber. Das ist unter dem blauen Tank, direkt am Feld. Was war denn das jetzt? Was war was? Jetzt, ich bin einfach auf den Desktop gekommen. Ja, keine Ahnung, bei mir stehst du noch. Ja, das Spiel läuft noch, ich bin einfach auf den Desktop gekommen. Ich bin mal eben. Status? Status, wir sind grün. Da ist so viel Rauch und irgendwie. Rot und weiß. Doc, 30 Sekunden AFK. Jo. Genau 30 Sekunden. Du bist ja immer noch im Auto. Ja, ich stehe. Nö, ich bin wieder rein. Ich muss das hier machen. Ja, kannst du mich mal ablösen? Kannst du mal ins Kaliber 50 gehen? Oh, fährst du dann? Nee, ich muss mich jetzt ausloggen. 840 Meter, Bock. Leider. Oh, okay. Ja, ich log mich auch gleich aus, Jungs. Schade. Was ist das denn? Oh ja. Gute Nacht. Ist ja 10 vor 11. Ja, ich. Ah, toll. Trotzdem, hast du ordentlich geballert? Wer, ich? Ja, muss ja, ne? So, Leute, einen schönen Abend noch. Dö. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Okay, aber bevor du abhaust, hätte ich gerne meine Magazine zurück. Jo, sind noch drin. Okay. Übernimmt dann eigentlich die Leitung? Der ist doch da. Daisy Baby, du übernimmst. Ich geh jetzt ins Betty Baby. Negativ, ich geh auch ins Betty Baby. Dann über den Fermo, ey. Negativ, du musst auch ins Bett. Lass uns wenigstens an der Basis treffen, dann können wir auch Debriefing machen. Also an der Basis hier gerade aufgebaut hat in der Stadt. Positiv. Alright, wir kommen runter. Ja, zeig's dem Motherfucker. Toll, ich schieß auf 1000 Meter genullte. Hast du den Headshot gesehen? Alter Melli, ey, bam, voll Blut und so. Crazy. Okay, zum Auto. Okay, links am Auto und vorwärts. Marsch. Da muss noch ein Fahrer rein. Ja, dann geh mal ein Fahrer da rein. Oder ist einer verletzt? Na, ja, sind wir ein paar los, ein paar Meter. Vorne, hier nur links. Wir wollen ja nur ein bisschen mit der Rettung. Auto stehen bleiben, nach rechts decken. Ein bisschen fahre ich noch vor.
So, siehst du gut nach rechts? Okay, komm weiter. Oh, es hat einen Baum im Weg, aber Ost. Okay. Sehe ich noch. Jod, soll ich dir erst was gegen deinen Mückenstich geben? Fleisch. Noch juckt er nicht. Dann geht das nach 2 Minuten weg und dann einmal Spucke drauf, dann reicht. Ne, guck dir mal, ich hab das viel geklatscht, jetzt hab ich überall Blut hier dran. Da hab ich aber vorgesaugt, ey. Ey, geile Basis. Das haben wir ja ganz alleine gebaut in 5 Sekunden. Warte, ich werde eine Rede für euch halten. Einen Moment. Wenn alle da sind. Jackie! Wieso blutet das da vorne? Das war eine Mücke, die habe ich weggeklatscht und die war halt groß. Die hat mir gesaugt. Okay, hört ihr mir zu, meine Brüders? Jupp. Ja, wartet. So, das machst du einmal Privatbehandlung, 250 Euro. So, meine vom Glauben konvertierten Brüder. Ich wusste, warum ich als erstes in die Farm wollte. Es ist schon lange Zeit, meine Brüder, dass wir der Ungläubigen zur Rechenschaft antreten. Um Vergeltung für Was mein Himmelreich er? Und dein Himmelreich zu verlangen. Wir haben gut gemacht, uns zu verbunden. Alle beten viel, alle stehen für Allah. Mikrofon muted. Alle, ihr werdet die Glocken aus der Himmel erhören, wenn der Tag nah ist. Alle werden zu der jungen Frau gehen und nichts an den Körper tragen. Es wird der Paradies auf Erden für ein paar Minuten hier, aber für ein Paradies auf ewig danach. Es ist Hitze, der Westen mit ständiger Bedrohung gestreut hat und Feuer wird er ernten. Im Sturm, Arm am Arm, Schritt bei Schritt, gemeinsam in die dunkle Seite. Wir werden gehen, verstehen und gemeinsam glauben. Allah erbarme dich der Unwissenheit der Geldmenschen. Was hast du geraucht? Dankeschön. Allah.